Im Gleichschritt zeigt sich die Mannschaft während der Vorbereitung gegen den 1. FC Köln. Gegen angeschlagene Kölner setzt Marco Kurz wieder auf das Kollektiv und will Nadelstiche setzen. Also es liegt an uns. Ja. Wenn das so ist, dass wir da ein gutes Spiel machen, wenn wir gleich von Beginn an da sind, wenn wir wirklich auch Nadelstiche setzen, wenn wir gute Aktionen nach vorne haben, dann kannst du vielleicht einen Gegner, der noch nicht stabil ist, auch ein bisschen verunsichern. Das wird unser Ziel sein. Ein Blick auf die Statistik zeigt, der letzte FC-Sieg liegt schon über 10 Jahre zurück. Seitdem haben sich 14 Trainer des FC Köln an dieser Aufgabe die Zähne ausgebissen. Die Pfälzer sind aus den letzten 11 Spielen 9-mal als Sieger vom Platz gegangen. Ein gutes Omen? Wir dürfen die auf gar keinen Fall unterschätzen, auch wenn die jetzt die ersten 2 Spiele nicht so berauschend gespielt haben. Wir müssen trotzdem unsere Leistung bringen und die dann auch weghauen. Nein, wir werden nicht nach Köln fahren und sagen, mit einer Statistik etc., ja, gehen wir mal raus, wir haben sie eh schon gewonnen. Das ist nicht richtig und das wird auch nicht funktionieren.